Ja, hallo hier bei Justins Wetter. In diesem Video blicken wir mal nicht auf das Wetter für die kommenden Wochen, sondern eher, ja, würde ich mal sagen, für die kommenden Monate versuchen wir mal dank der NOAA, dank hier des Monthly Forecastes mal ein bisschen genauer uns anzuschauen. Wir fangen aber allererstes mit der Seite von MT-Wetter an. Hier schauen wir uns den Frühling von 2024 an. Generell der Frühling seit 1880. Und dieses Jahr wird sich wohl der Frühling weit, weit oben hier anordnen doch. Denn hier gab es schon mal, ja, das ist nämlich das Temperaturmittel. Und da gab es dann hier ein Mittel von teilweise 10 Grad und dann hier noch später ein Mittel von über 10 Grad. Und ja, das war doch dann ziemlich, ziemlich mild. Und jetzt blicken wir dann mal auf die NOAA von Mai bis August. Und hier jetzt als allererstes die Temperaturabweichung. Für den Mai hier unten nach der NOAA gut zu erkennen, die Quellenangabe. Und dann sehen wir dann doch gut, in ganz Nordeuropa hätten wir meist 1 bis 2 Grad zu warme Temperaturen, während wir dann hier im großen Süden ebenfalls 0,5 bis 1 Grad zu warme Temperaturen hätten. Also das hält sich noch so ein Rahmen, ist nicht deutlich überdurchschnittlich warm, aber auch nicht zu kalt. Blicken wir dann jetzt auf die Niederschlagsabweichung und hier sehen wir dann doch, dass es hier in Tschechien, Polen und vielleicht Teile von Österreich oder eher in Österreich, in den Alpen und so weiter eher zu nass wäre. Aber wenn wir bei uns in Deutschland schauen, hier in Nordeuropa in diesem Fall oder in Norddeutschland, hätten wir es dann mit leicht zu nassen Wetterbedingungen zu tun, während wir dann hier Richtung Spanien, Frankreich und teilweise auch die Schweiz deutlich zu trockene Wetterbedingungen hätten. Wir blicken dann jetzt mal einen Monat weiter, in diesem Fall dann jetzt auf den Juni und hier wäre es dann doch deutlich, deutlich zu warm. Ganz Europa wird eingehüllt von dieser Wärme, würde ich mal sagen, mit teilweise deutlich zu warmen Temperaturen. Von teilweise 3 bis 4 Grad zu warm, hier gut in Nordpolen zu erkennen. Ja, hier sehen wir dann schon eher diese dunkelroten Farben. Sonst überall sieht man ja eigentlich diese hellroten Farben. Aber das steht dann doch dafür, dass wir es dann eher mit deutlich zu warmen Temperaturen bei uns in Deutschland und generell bei uns in Mitteleuropa zu tun hätten. Und die ganze Wärme würde sich dann einmal auf Nordeuropa, Osteuropa, Westeuropa und Mitteleuropa ausweiten. Hier am die geringsten Temperaturabweichungen gäbe es wahrscheinlich in Südportugal und Südspanien. Schauen wir uns noch die Niederschlagsabweichung an und da sehen wir, dazu soll dann noch eine große Trockenheit wohl kommen. Hier Richtung Polen, teilweise auch Russland, wäre es dann doch deutlich zu trocken. Vielleicht dann hier ja, Richtung Süddeutschland mal ein bisschen zu trocken. Sonst alles bei uns in Deutschland eher leicht zu trocken, bis eher ausgeglichen. Aber wenn wir mal hier nach Frankreich schauen, hier sehen wir dann doch sehr, sehr gut, dass wir hier dann doch eher die zu nassen Wetterbedingungen hätten. Wir blicken dann jetzt auf den Juli noch und der Juli wird dann auch weiterhin zu warm werden mit Temperaturabweichungen von 1 bis 2, maximal 3 Grad zu warmen Temperaturen. Diesmal wäre Frankreich außen vor mit den deutlich zu warmen Temperaturen, sondern nur mit normal warmen zu Temperaturen, meistens 0,5 bis 1 Grad wäre es dann in Frankreich zu mild. Hier bei uns in Deutschland hätten wir dann eine Temperaturabweichung von meistens 1 bis maximal 3 Grad generell. Das Ganze gilt auch für Osteuropa. Die Niederschlagsabweichung schauen wir uns auch noch an und da sehen wir dann hier im Nordwesten von Deutschland eher zu trocken, während wir es dann in Süddeutschland hier an den Alpen eher mit zu nassen Wetterbedingungen hätten. Also hier würden eventuell kräftige Schauer und Gewitterlinien durchziehen. Die würde ich jetzt aber auch nicht abstreiten im ganzen Sommer. Und ja, hier Richtung Osteuropa wäre es weiterhin deutlich, deutlich zu trocken. Zum Schluss blicken wir dann jetzt noch auf den August. Der würde dann 1 bis 2 Grad maximal zu warm ausfallen. Richtung Osteuropa auch mal 2 bis 3 Grad zu warm. Und Richtung Portugal und Spanien ebenfalls 2 bis 3 Grad zu warm. Bei uns in Deutschland 1 bis 3 Grad zu warme Temperaturen wohl. Aber es ist in den letzten Jahren einfach ganz normal, dass die Temperaturen steigen und da müssen wir dann auch eigentlich was gegen tun.
Hier auf Nord- und Ostsee wäre es nämlich zum Beispiel eher bei durchschnittlich, aber die Seen werden hier auch nicht gekennzeichnet. Hier und Nordeuropa würde dann doch eher bei einem Grad zu warmen Temperaturen liegen. Schauen wir uns noch zum Schluss die Niederschlagsabweichung für den August an. Und da sehen wir dann doch sehr, sehr gut hier Süd. In Deutschland wäre es dann doch deutlich zu trocken mit eher ja, trockeneren Wetterbedingungen. Und wenn man nur ein kleines Stück weiter nach Mitteldeutschland gehen würde, ja, dort hätten wir es dann doch eher mit ja, leicht zu nassen Bedingungen zu tun, bis hin eher zu den trockenen. Sonst ist es eher in Europa eine relativ ausgeglichene Geschichte. Mal mit etwas zu trockenen Wetterbedingungen, mal kommt dann auch eine längere Regenperiode. Aber das müssen wir uns einfach in den nächsten Monaten noch genauer anschauen. Das kann man noch gar nicht sagen. Das ist jetzt nur ein grober Trend. Die NOAA kann das auch noch ganz anders rechnen. Aber das ist, wie gesagt, nur der Trend. Mehr dazu schauen wir uns in den nächsten Videos oder in den nächsten Wochen an. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Mittlerweile haben wir die 1280 Abonnenten geknackt, nur noch 20. Dann haben wir die 1300. Ich würde mich freuen, wenn wir das noch hier jetzt im April schaffen würden. Das schaffen wir vor allem mit euch. Ich glaube einfach dran. Und dann bald hier so ein Thermometer im Hintergrund. Das könnten wir dann doch bald wieder hier bei uns in Deutschland sehen, wenn die große Hitze angekündigt wird. So vielleicht wie nächstes Wochenende mit Temperaturen bis zu 30 Grad und teilweise auch noch darüber. Das war's von mir. Ich bin raus. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder morgen früh. Macht's gut. Bis dann und ciao.